Hallo und willkommen. Ich begrüße euch, vor allem die, die unter den Sternzeichen Stier geboren sind. Wir schauen gleich, was die Karten für Monat Oktober für euch zu sagen haben, was für Impulse, welche Gedanken euch auf den Weg geben möchten. Wir gucken mal. Die Karten sind schon gemischt. Ich werde die für euch jetzt auslegen. Die erste Karte, dein Denken. Dann kommen die Gefühle und das Handeln. So, jetzt von deinem Partner, das Handeln, die Gefühle und das Denken, das Bewusstsein. Okay, kann man umdrehen. Okay, also die erste Karte. Diese Karte zeigt sehr viel Energie. Man möchte aus einer Situation rausbrechen. Hier, dir passt etwas nicht. Du hast diesen Drang, rauszubrechen, rauszugehen, sich zu befreien. Das ist so eine Karte, die zeigt Befreiung, Befreiung aus Abhängigkeit. Ja, zum Beispiel so Abhängigkeit oder einfach, wie gesagt, aus einer Situation, die dir nicht so gut getan haben oder eine Situation, die einfach für dich nicht so sehr passend war. Und ja, da ist man so Kämpfer für sich hier. Ja, man möchte raus, man möchte das Leben genießen, man möchte endlich sich frei fühlen. Man hat genug von dem, was einem nicht gepasst hat. Einfach raus. Ja? Das ist so deine Gedanke, was dieser Monat wird dich begleiten. Vielleicht du hast jetzt schon diese Gedanke so in sich. Und die nächste Karte, deine Gefühle, und hier gibt es Wechseln, Wechseln. Also auf jeden Fall, man sieht, dass du vielleicht aus dieser Situation, die dir nicht so passt, wirst du rausbrechen. Weil hier gibt es Wechseln auf positive Weise, also da kommt etwas Gutes, ja. Und diese Wechsel kann alles betreffen, aber hier haben wir auch die Pentakels, also das kann auch auf diese finanzielle Ebene sein, das kann sein, dass im Beruf sich etwas verändert und das Einfluss auf deine Beziehung hat, aber es kann sein, dass du irgendwie ja, Geld kriegst, dass für deine Beziehung auch eine gute Grundlage wird, um etwas aufzubauen, Materielles, ja, eine Sicherheit zu geben. Hier sind auch die Pentakels, die Scheiben, ja, das ist auch fürs Geld, da spricht auch für Geld die Karte. Und hier haben wir auch das Gewinn, ja. Also auf jeden Fall, du wirst diesen Monat mit Geld zu tun haben. Also hier wird etwas kommen, die dir eine Sicherung gibt, Absicherung in diese Partnerschaft, ja, die du das reinbringen kannst in diese Partnerschaft. Genau. Also der sieht gut aus. Hier, es sieht gut aus, muss ich sagen, was die Finanzen angeht. Ich habe auch die andere Sternzeichen, die haben auch positive Aspekte, was die Finanzen angeht. Und gerade für Partnerschaft, ja, dass man dann daraus auch etwas ja, machen kann. Weil natürlich in einer Partnerschaft ist nicht nur die Liebe wichtig, aber diese materielle Absicherung ist auch sehr, sehr wichtig. Und hier, es sieht gut aus für dich.
Hier haben wir von deinem Partner, der ist ein bisschen verträumt, ja. Diese Energie, das ist so eine leichte jugendliche Energie, da hat man irgendwelche Träume, dann man denkt über schöne Zeiten, eine also leichte Energie, eine sehr sinnliche Energie, aber man möchte auch nach vorne, ja, man möchte, dass diese Gefühle sich weiterentwickeln. Also dein Partner ist momentan sehr, wie soll ich sagen, verträumt zu dir angestellt, die Gedanken, die, ja, in Gedanken, der ist irgendwo da, weiß ich nicht, da wo schön gibt's, wo schön ist und ja, wo man das Leben schön genießen kann, aber natürlich mit dir, hier haben wir Herzchen hier unten, ja, und ja, vielleicht ist das auch bei euch beiden so ähnliche Gedanke. Bei dir ist mehr Energie und mehr Power als bei ihm. Aber das kann man verbinden. Vielleicht wird ihr beide irgendwie etwas unternehmen wollen, um ja ein bisschen schöne Momente zu genießen. Ja? Hier haben wir die Gefühle und die Gefühle. Hier ist ein Ass der Schwerter. Also dein Partner, der weiß ganz genau, was er will. Das ist eine Karte, die zeigt, man hat eine Idee, ja, und man verfolgt diese Idee. Und ganz gerade, da gibt es keine, aber das wird einfach gemacht. Und das, die Karte, spricht für die Gefühle. Also, ja, bei ihm gibt es, kann man so sagen, keine Hindernisse oder wie gesagt, keine Aber. Diese Gefühle zu dir sind geradeaus. Ja, also und die kommen noch natürlich zu einem schönen Abschluss, ja, eine Krönung. Weil das ist so eine Karte. Ich habe hier in den anderen Deck, also ich habe noch die Karten im Kopf. Diese Bilder von anderen, ich finde die toll von die andere Karte, vielleicht finde ich, das ist eine sehr, sehr schöne Karte, die zum Beispiel, das ist diese Karte, ja, das ist die gleiche Karte, also nur zum Zeigen. Und jetzt muss ich schauen, wo die ist. Das ist ganz schön, ich habe die jetzt verpasst, irgendwo habe ich die nicht gefunden. Da muss ich mal gucken. Da ist die. Das ist diese Karte. Das ist die gleiche Karte, ja. Und man sieht hier, wie dieser Wille ist da, ja, wie der Vorhaben. Das ist geradeaus und glatt und geht nach oben und es wird gekrönt, ja. Also zu einem Power-Gefühl und wie gesagt, geradeaus. Da gibt es keine Hindernisse. Das ist eine sehr, sehr positive Karte, sehr schöne Karte. Hier sehen wir das Wechseln, das ist die gleiche Karte wie hier zum Beispiel. Die ist total anders, ja. Man sieht von den Dunklen geht auf die Helle, ja, und das wird auch gekrönt hier. Also, ja, die Karten sind sehr unterschiedlich. Kommt darauf an, welche Deck man hat gerade. Aber die alle sind. Ja, schön und die kann man auch sehr gut erkennen, was die Karte jetzt zu vermitteln hat. Und also die Gefühle sind gut, die Gefühle sind super. Und hier haben wir das Handeln und wie gesagt, hier hast du das Geld in der Hand, du kriegst mehr Geld, irgendwie wird Geld Zufluss bei dir sein. Und das wird für eure Partnerschaft natürlich auch sehr gut sein. Und dein Partner, der tut alles so abwiegen, ja. Er guckt vor allem auf sich selbst auch, wie er ist, was er in die Partnerschaft reinbringen kann und schon
was er in die Partnerschaft geleistet hat, reingebracht hat. Und hier wird man sich selbst zu sich selbst so ein bisschen, kann man sagen, ehrlich sein, ja. Also er nimmt sich diese Monate gut unter die Lupe und er wird sich selbst beobachten. Vielleicht er sucht nach einer Verbesserung, ja. Vielleicht auch durch diese Wechsel, was hier stattfinden, ja. Weil hier dieser Wechsel, das geht, wie gesagt, hier um das Geld, aber das entspricht die Karte auch die Gefühle, ja. Das wird vielleicht noch verstärkt, diese Bindung zu deinem Partner, das durch diese positive finanzielle Sicherheit. Ja. Ja, weil natürlich jeder Beziehung, jeder denkt, naja, da müssen jetzt Karten kommen, nur die Kelche, die zeigen das Herzklopfen. Aber in einer Beziehung geht nicht nur um Herzklopfen, aber auch um andere Sachen. Und die Finanzen sind sehr, sehr wichtig. Weil viele Paare gehen auch das, wir gehen auseinander, weil wegen Finanzen gibt es dann irgendwelche Konflikte und ja, und dann die Paare trennen sich, ja, weil die Vorstellungen sind total anders. Und jetzt gucken wir weiter. Da kommt noch eine Karte. Und dann gucken wir, was diese Karte dazu noch sagt. Und hier haben wir auch die Pentakels, ja. Die sieben, die Pent. Ja, diese Karte, das ist eine, wie soll ich sagen, die fünf, die sieben ist das. Hier tut man sich überlegen, das, was man im Leben gemacht hat, in diese Partnerschaft eingebracht hat, ob das Früchte tragen wird. Ja, weil man hat hier, das geht wieder um Finanzen hier, ja. Aber auch allgemein, was man hier da reingesetzt hat in diese Partnerschaft, ob das wird wirklich so entwickeln, ja, wie das Bäumchen hier. Weil man investiert immer in eine Partnerschaft, Gefühle, die Zeit, ja, und die Zeit rennt, ja, vor uns immer. Und irgendwann, wenn man dann falsch investiert hat und dann mit dem Partner hat man 10 Jahre gelebt, nach 10 Jahren man denkt, boah, da habe ich den Falschen erwischt, ne? Und dann hat man 10 Jahre natürlich, denkt man sich, die 10 Jahre sind verloren. Natürlich, das ist eigentlich nicht verloren, weil man hat irgendwelche Erfahrungen gemacht, aber man hat das Gefühl, ja, ich konnte das woanders investieren, vielleicht mit einem besseren Partner würde ich mir besseren Leben aufbauen können, aber ja, da kommen so Gedanken und das ist bei euch beiden, ja, dieser Gedanke, ob man hier in diese Partnerschaft gut investiert hat. Deswegen, er guckt sich auch selbst ganz genau. Ja, der macht sich Gedanken über sein Verhalten. Und bei dir ist auch diese sehr gerne, wirst du sehr gerne ein bisschen wechseln haben in deine Partnerschaft, ja. Weil irgendwie, ja, bist du nicht so ganz zufrieden mit dem Ganzen. Das ist dieser Drang nach außen auszubrechen. Also wie gesagt, dieser Gedanke, ob man gut investiert hat, ist bei euch beiden da. Ja? Jetzt gucke ich weiter, dann nehme ich die anderen Deck. Da ist noch eine Karte für dich und da haben wir super schöne Karte, weil hier haben wir das Universum und für ihn haben wir Königin der Schwerter. Jetzt diese Karte für dich, das Universum. Eine sehr, sehr gute Karte, die zeigt, dass das Leben in diese Wechseln wird auf deiner Seite sein. Ja, vielleicht hier sieht man besser. Wird auf deiner Seite sein.
weil das Universum schenkt dir ja die Möglichkeiten, schenkt dir ja die Sterne, dass du gut und sicher sich bewegen kannst. Also auf jeden Fall, du kriegst Unterstützung von oben in allen deinen Vorhaben. Und dein Partner hier, da ist die Königin der Schwerter, eine sehr unabhängige Energie. Er weiß ganz genau, was er will. Da ist auch diese Karte, der Ast der Schwerter, ja, was die Gefühle angeht. Und er weiß auch genau, was er schon hat, was er erreicht hat in dieser Partnerschaft. Ja, also hier, wie gesagt, diese Gedanken, die sind so ein bisschen verträumt, das braucht man sowieso manchmal so zu so entspannen. Und die Gefühle sind auch da. Aber dein Partner, ich denke, ist eher zielstrebig. Ja, er weiß, was er erreichen möchte, er hat klare Vorstellungen und er möchte auch sehr unabhängig in dieser Partnerschaft auch bleiben. Sehr wichtig auch für dich, weil ja, diese Freiheit, Unabhängigkeit in eine Beziehung, Partnerschaft, egal wie man das nennt, ist schon sehr, sehr, sehr wichtig. Also ich muss sagen, das sind sehr gute Karten. Hier sieht man nicht, dass im Oktober euch erwarten irgendwelche wunderschönen Momente mit genießen, genießen, genießen. Hier haben wir von ihm ein bisschen kommen, diese verträumte Gedanken. Ansonsten hier wird sich drehen um Wachstum, ja, dass die Partnerschaft abgesichert sein soll. Weil Gefühle sieht man, also Gefühle sind schon da, aber die Gefühle gehen auch in diese Richtung, die nach Streben, ja. Hier wird man, ich denke, Oktober viel kuscheln und so weiter, wird eher nicht angesagt, nach dem, was die Karten hier sagen. Aber wird eher streben, streben. Aber ich habe auch bemerkt, bei den anderen Sternzeichen ist es auch der Oktober, so ein Monat. Viel Arbeit, viel mit Geld zu tun, um diese Sicherheit, diese Grundlage zu bekommen, ja, zu befestigen, dass diese Partnerschaft auch wachsen kann. Weil natürlich ohne Geld läuft auch nichts. Deswegen, das wird eher in diesem Monat bei euch sehr präsent sein. Und die Gefühle werden wahrscheinlich dann, also Gefühle Zweisamkeit wird eher dann verschoben auf andere Monate, ja. Ich habe hier noch eine Botschaftskarte für euch. Jetzt schauen wir, was die Orakelkarte noch sagen zum Nachdenken. Und hier haben wir innere Stärke. Ja, das ist eine gute Karte, die, wenn man sehr viel Vorhaben hat, dann braucht man auch die innere Stärke. Und ja, das ist so ein Motto zum Nachdenken über diese innere Stärke. Und die Karte zeigt, dass nicht die Größe von dem Mensch und auch nicht das Geld, ja, was man so besitzt, wichtig ist. Weil hier sehen wir eine ganz große Maus und einen Vogel, der eigentlich groß ist und die Maus neben ihm sehr klein ist. Aber das ist nur die Größe, die man optisch nimmt. Ja? Im Endeffekt, man sieht nicht, was in einem Mensch drin steckt. Wie viel Stärke ist da drin. Ja? Also man darf niemals den anderen unterschätzen, weil man kann sich überraschen,
wie viel innere Stärke, wie viel Ausdauer diese innere Kraft in einem Mensch drin steckt. Ja? Und ich hoffe, dass ihr, du und dein Partner, habt ihr diese innere Stärke in sich, um diese Partnerschaft weiter auszubauen und gut zu gestalten. Und ich hoffe, dass dann nächste Monat mehr Zweisamkeit angesagt wird. Okay, dann wünsche ich euch einen guten Monat. Und ich gucke mal jetzt noch für die Singles. Dann muss ich das weg. Karten sind dann, die brauche ich jetzt nicht mehr. Und für die Singles, da sind nur diese Karten. Ja, für die Singles, da muss ich sagen, da dreht sich auch viel um Finanzen diesen Monat. Hier ist dieser Drang auszubrechen aus diesem Single-Leben. Man möchte was Neues, man möchte endlich raus, man möchte sich befreien und was Neues zu erleben. Und dieser Wechsel ist da, kommt auf jeden Fall. Also da kommen bessere Zeiten auf dich, finanziell sehr gute Zeiten. Das, was du hier auch eingepflanzt hast, ja, wird auch dann wachsen. Diese Karte auch für eine Partnerschaft kann sprechen. Das, was du investiert hast in die letzte Zeit, als du Single warst, für sich, wie deine innere Wachstum, Entwicklung, ja. Und du weißt jetzt momentan ganz genau, was du willst, ja, dann kann auch hier das Früchte tragen, also kann wachsen. Also diese Karten, wie gesagt, die sind für Finanzen zuständig, für Sicherheit. Aber wenn man jetzt die Liebe anspricht und wenn man nach einer Partnerschaft Aussicht hat, dann kann man die auch ein bisschen anpassen zu den zukünftigen Partner, ja, den man eventuell treffen wird. Und hier, ich muss sagen, wenn du diesen Monat jemanden triffst, dann wird das jemand auch sein, der gut finanziell dasteht. Weil hier haben wir wirklich, da haben wir den Gewinn, hier haben wir das Wechseln, hier haben wir auch diese sieben der Scheiben, die Karte, die zeigt auch, dass man überlegt sich, was ist gut, was ist schlecht, habe ich gut investiert und so weiter und so weiter. Deswegen, die Chancen stehen gut für diesen Monat. Also, hier sehe ich keine Kelche, ja, die zuständig für Gefühle und für Emotionen sind, für das Herz, ja. Aber trotzdem kann sein, dass wird dieser Monat sich was entwickelt und das dann später auch wachsen wird, ja. Also Augen offen und gucken. Weil ich denke, im Vordergrund wird für dich sowieso das Finanzielle sein, ja, diese verschiedenen Erledigungen und so weiter. Aber in dem Ganzen kannst du trotzdem noch jemanden kennenlernen und in den nächsten Monaten vielleicht werden die Gefühle sich dann mehr entwickeln, ja. Dann wünsche ich dir einen guten Monat und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.